Unter Friedrich III. Gab es zahlreiche Konflikte, die er weniger militärisch oder politisch gewann, sondern dadurch, dass er seine Gegner überlebte. Er regierte 53 Jahre lang am längsten aller Herrscher und wurde 1452 in Rom zum Kaiser gekrönt. Friedrich III. War der Letzte, der sich in Rom dieser Zeremonie unterzog. Vor allem Konflikte in Österreich banden Friedrichs Kräfte. So konnte er zwar ab 1463 bzw. 1490 die habsburgischen Territorien wieder in einer Hand vereinigen. Allerdings stand er in Konflikt mit den österreichischen Landständen bezüglich der Vormundschaft über Ladislaus Postumus und später mit Matthias Corvinus, der 1485 sogar Wien besetzte. Friedrich III. Setzte auf Zusammenarbeit mit dem Papsttum. 1448 konnte er das Wiener Konkordat schließen, das ihm die Bischofseinsetzung in seinen Erblanden garantierte. 1458 wurde sein Sekretär als Pius II. Papst. Im Reich trat Friedrich wenig in Aktion, die Kernländer besuchte er fast nie. Sein Betätigungsfeld war fast nur die Hausmachtspolitik. 1477 heiratete Sohn Maximilian Maria von Burgund die Erbin Karls des Kühnen. Das brachte der Familie riesigen Besitz im Westen an der Grenze zu Frankreich. 1494 heiratete Maximilian Bianca Maria Sforza, was Oberitalien in das Blickfeld der Habsburger brachte. 1493 folgte Maximilian I. seinem Vater nach. Er steht an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit und wird seit der Romantik als der letzte Ritter bezeichnet. Maximilian war bereits 1486 zum König gewählt worden. 1508 bereitete er einen Romzug vor, wurde allerdings in Trient aufgehalten. Deshalb ließ er sich die Kaiserkrone bringen und durch den Gurkha-Bischof verkünden, dass der König nach Rom ziehen wolle, und ab jetzt nicht mehr römischer König, sondern erwählter Kaiser genannt werden sollte. Das wurde beispielhaft für die Neuzeit. Maximilian ging mit der habsburgischen Hausmachtpolitik noch einen Schritt weiter. So wurden einerseits Heiraten mit Spanien vereinbart, was den Habsburgern auch die überseeischen Besitzungen einbrachte, andererseits mit Ungarn und Böhmen, was dieses Reich bis 1418 an Habsburg band. Politisch brachte Maximilian eine Reichsreform zustande. 1495 wurde auf dem Reichstag zu Worms der gemeine Pfennig als allgemeine Steuer eingerichtet, um mit dem ewigen Landfrieden das mittelalterliche Fehdewesen beendet. Am Ende seiner Regentschaft 1519 konnte er seinen Sohn und Nachfolger Karl V. ein Reich hinterlassen, in dem die Sonne nicht unterging.